We Cut, also wir schneiden, so heisst der neue Song von Jesse Rich und der Giannina Fabricatore. Es ist eine Hommage an Waffenberuf. Wir haben beide Musiker beim ersten Auftritt in Interlaken an einem Branchenanlass begleitet. Am European Congress trifft sich die Crème de la Crème der Coiffeur-Gilde. Aus der ganzen Welt sind die Scherenkünstler angereist, um vor ihresgleichen die neuesten Looks und Trends zu präsentieren. Hinter der Bühne wird Musiker Jesse Rich der letzte Schliff verliehen, kurz vor seinem großen Auftritt. Ja, ich würde schon sagen, ich bin eher eitel, wenn ich Auftritt habe. Es muss schon alles sitzen und sage jetzt immer von weiter weg fürs Publikum. Sie haben immer das Gefühl, wir nehmen die Details nicht wahr, aber ich glaube, es wirkt eben schon extrem auf das Publikum an, was auf der Bühne passiert. We Cut. Come on. Der Song We Cut ist eine Hommage an das Coiffeurhandwerk. Gemeinsam mit der Sängerin Giannina präsentiert Jesse Rich den Coiffeur-Song. What's your design today? Maybe long or maybe short, we make all your wishes come true. Please take a seat and feel just like at home. Yes, time to let it happen. Welcome to a beauty song. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft. Dass sie heute zusammen auf der Bühne stehen, haben Jesse Rich und Giannina einem glücklichen Umstand zu verdanken. Bei uns war sicher ein der Grund, dass die Initiantin meine Mami war von dieser ganzen Sache. Meine Mami ist die Coiffeusin von Jesse und von mir natürlich auch. Und ja, das war sicher ein Grund. Und der andere Grund ist die Freundschaft, die wir seit vielen Jahren schon pflegt. Cornelia Fabricatore ist die Initiantin und treibende Kraft hinter dem Coiffeur-Song We Cut. Ohne Manfred ist auch. Also Jesse ist zu mir ins Geschäft gekommen und einfach durch seine Hautfarbe erinnert mich das immer ein bisschen nach Amerika. Und dann habe ich gesagt, Sir, we cut your hair. Und habe das einfach immer gesungen, wenn er gekommen ist. We cut, we cut. Und das ist mir nicht mehr aus dem Ohr. 6 Monate nach dieser musikalischen Eingebung beginnt die Arbeit im Studio. Der Song We Cut ist allerdings viel mehr als nur eine Lobeshymne auf die eigene Branche. Wir unterstützen Jugendliche in den Entwicklungsländern, bauen mit Waffenschulen, die den Beruf Waffenlehrer lernen. Wir holen sie von der Straße, von der Prostitution, Kriminalität, Drogen und geben ihnen die Möglichkeit, für die Zukunft einen Job zu erlernen und sich so den Lebensunterhalt zu verdienen. Von jedem Download von We Cut auf iTunes geht ein Beitrag an die Hilfsorganisation. We Cut, We Cut. We cut your hair with vision, passion and love will make you happy again. Ja, und We Cut ist auch der Titelsong von unserer neuen Serie «Der goldene Lockenwickler», die morgen startet. 4 Prominente werden in die Kunst vom Wäscheschneiden Föhnen eingeführt. 4 Prominente kämpfen in 4 haarigen Disziplinen um den goldenen Lockenwickler. Komiker Manu Burkhardt, Ex-Miss Schweiz Jennifer Erkerber, Landwirt Renzo Blumenthal und Kabarettistin Annette Conti. Und er ist ihr Lehrmeister. Der Badener Coiffeur Sandro Borst. Welcher Prominente sich in Sachen Coiffeurhandwerk überraschend geschickt anstellt und wer durch 2 linke Hände auffällt, sehen Sie ab morgen in unserer Serie Der goldene Lockenwickler.